Hallo meine Lieben, ich bin Martina von Tina Lisa und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr die Flügelmotive nicht nur als Negativapplikation, sondern auch als entweder mit Stoffmalfarbe oder mit Bleiche auf den Stoff bringen könnt. Das ist also das Motiv, so wird es auf dunklem Stoff aussehen, so auf hellem Stoff zum Beispiel. Und so könnte es dann aussehen, wenn ihr es mit Bleiche sprüht. Gehen wir mal in die Datei. Ihr könnt die Flügel wie in der Anleitung für den Schmetterling auch als Negativapplikation nähen. Und in der Datei, das sind jetzt die Vorlagen für die Negativapplikation, habt ihr auch Malschablonen, die ihr ebenfalls auf Freezer Paper ausdrucken könnt. Und dann ausschneidet und aufbügelt auf den Stoff. Ich zeige euch das gleich. Und als Malschablon bzw. als Sprühschablon verwendet. Dafür müsst ihr euch die zuerst auf Freezer Paper ausdrucken. Das Freezer Paper bitte so in den Drucker legen, dass das die matte Seite bedruckt wird. Ich gehe jetzt mal auf Drucken. Ihr könnt euch dann die Seite, also nicht alle Seiten, das ist dann glaube ich die 3 müsste das sein, das wäre die eine, nein, ja genau, das ist also der linke Flügel. Ihr könnt, wenn euch das etwas zu groß ist, auch einen kleineren Maßstab wählen. Ich gehe mal auf 80%. Also das wäre dann etwa so. Ich drucke mir das mal aus. Das ausgedruckte Freezer Paper schneidet ihr dann am besten mit einem spitzen Skalpell mit einer neuen Klinge zu, oder ich habe hier eine Keramikklinge, die sich auch sehr gut dafür eignet, oder wie ich bereits geschrieben habe, falls ihr über einen Blotter verfügt, ist es natürlich optimal dafür. Bevor ihr jetzt das ausgeschnittene Motiv aufbügelt, solltet ihr zuerst ein paar Tests machen, ob sich euer Material erstens dafür eignet und zweitens, wie sich die Farbe entwickelt, wenn beim Ausbleichen. Ich habe hier mal zwei Beispiele mit dem schwarzen Stoff. In den meisten Fällen wird es dabei so Richtung Orange-Kupfer. Ich habe jetzt hier im Vergleich auch mal einen grauen Stoff. Der ist seltsamerweise rosa geworden. Also vorher Tests machen, falls ihr ein fertiges Teil, also ein Shirt benutzen wollt, dann nehmt mit einem Wattestäbchen ein bisschen von der Flüssigkeit auf. Ich habe hier Bleiche im Verhältnis 1:1 mit Wasser verdünnt. Also nehmt das mit einem Wattestäbchen auf und tupft es ganz unsichtbar im Saum irgendwo hin und guckt, wie sich die Farbe entwickelt. Ihr bügelt dann also euer Motiv auf den Stoff auf. Ich habe Baumwolleinstellung genommen, am besten probiert ihr das aber auch vorher aus. Ich möchte hier die Flügel im etwas anderen Winkel, als sie auf dem Papier gedruckt sind, aufbügeln, wie ihr das hier seht, und muss dann, wo sich das etwas überlappt, dann ein Stück abschneiden, damit es das andere Motiv nicht verdeckt. Ganz wichtig ist auch, dass ihr den restlichen Stoff komplett abdeckt, weil beim Sprühen der Nebel verteilt sich oft sehr weitläufig und es wäre doch relativ ärgerlich, wenn ihr andere Stellen eures Stoffes einnebelt und versehentlich entfärbt.
Ihr solltet auch unbedingt unten drunter etwas zur Abdeckung nehmen. Ich habe hier Backpapier genommen, ganz besonders wenn ihr zum Beispiel an einem fertigen Teil arbeitet, müsst ihr unbedingt etwas dazwischen legen. Ihr besprüht dann die Schablone mit eurer Mischung. Ich habe mir die Bleiche in eine kleine Sprühflasche umgefüllt. Ihr könnt entweder sehr dicht einnebeln, dann habt ihr eine relativ gleichmäßige Entfärbung. Es kann aber auch reizvoll sein, teilweise nur leicht einzunebeln, sodass es etwas unterschiedlich in der Intensität wird, und das kann auch sehr reizvoll sein. Bevor ihr dann die Schablone abzieht, am besten tupft ihr die überflüssige Flüssigkeit mit einem Küchentuch auf, damit euch nichts auf den Rest drauf tropfen kann. Und dann entfernt ihr die Schablone und könnt euer Ergebnis bewundern. Ich würde empfehlen, lasst es einen Moment eintrocknen und dann am besten waschen, damit der Rest der Bleiche entfernt wird. Als zweites möchte ich euch zeigen, wie ihr mit Stofffarbe arbeiten könnt. Ich habe jetzt hier einen schwarzen Stoff verwendet. Da muss man etwas darauf achten, dass man Stofffarbe verwendet, die auch deckend genug ist. Viele Stofffarben funktionieren nur auf hellen oder weißen Stoffen. Oder ihr müsst mit Weiß vorgrundieren. Ich habe in diesem Fall eine Metallic-Effekt-Farbe genommen, die halt auch auf schwarzem Stoff deckend genug ist. Am besten probiert ihr das auch wieder an einem Rest aus. Und dass auch bei mir nicht alles sofort klappt, zeige ich euch meinen Fehler, den ich erstmal hatte. Ich habe nämlich den Fehler gemacht und habe die Farbe zuerst trocknen lassen. Die ist dann zu einem relativ festen Film geworden. Und als ich versucht habe, das Papier abzuziehen, ist nicht nur das Papier, sondern auch teilweise die Farbe mit abgegangen. Also abziehen, wenn die Farbe noch feucht ist. Dann müsst ihr natürlich etwas aufpassen. Am besten beschwert ihr euch den Stoff rundherum, damit ihr die Schablone abziehen könnt, ohne dass der Stoff sich mit anhebt. So, ich muss sagen, diesmal bin ich mit dem Ergebnis doch sehr zufrieden. Jetzt noch das Ganze trocknen lassen, und am besten schaut ihr auf die Anleitung auf eurer Farbe. Meistens muss es auch noch später bügelfixiert werden. Das war's dann auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen und euer Ergebnis wird entsprechend. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Ergebnisse zeigt, und über ein Feedback würde ich mich auch freuen. Und wenn ihr Vorschläge habt, was ihr gerne in Zukunft an Videos sehen wollt, bitte in den Kommentaren, und abonniert meinen Kanal. Tschüss, eure Martina.